Hallo und herzlich willkommen zurück beim Clash. Hier sind wir wieder. Hat er wieder geladen. Und dann sind wir wieder. Und bei diesem wunderbaren Spiel Puzzle Brain Damage. Sollte dich fertig machen. Fetti, fetti, fett, fett, fett. Immer diese Schwurbler. Guck mal, Platz da. Ah, fällt mir ein Pink Level. Alter, dich habe ich gut in die Wand geballert. Ja, und dich habe ich auch gut festgenagelt. Stellt sich mir die Frage, wo lang? Giblet, I hardly know it. Wo lang, sagte Volantis. Haha, komme ich da so gut durch? Wobbler! Ich mag's, wenn er singt. Immer diese Schwurbler. Oh mein Gott, das hatte ich doch mal angesprochen, dass sie im Wasser fast unsichtbar sein können. Weg. Live in the American dream. Auch wenn das Gestöhne geil ist, aber geht weg. Weg. Geh weg. Und deinen süßen Arschbacken. Nein. Immer diese süßen Arschbacken hier. Ah, der Red Key. Könnte praktisch werden. Oh, fuck. Der Tank. So, haben wir alle. Ja, haben wir alle. Oder will denn noch jemand? Ja, da brauchst du den Pink Lever. Da brauchst du den Red Key. Also muss ich hier immer weitergehen. Dann. Hast du irgendwo Ammo? Ja, hast du. More for me. Oh yeah. Oh, da werde ich so horny.
Schöne Räumlichkeiten. Das Sidejumpen, da springt er eigentlich leider nur hart geradeaus. Da muss man manchmal auch aufhören zu Sidejumpen. Schade eigentlich, das ist ja so praktisch. Schlimm. Keine Poster? Oder haben wir so schon wieder alle? Nein, eigentlich nicht. Ah, das ist der Lever. Schwurbler! Seid ihr denn nie zufrieden? Wahrscheinlich nicht. Ach, sagen die mich nochmal am Arsch. Ehrlich. Jetzt kommen wir hier weiter. Erstmal die Furzbombe lassen, ne? Sagen wir nicht voll. Kommen die nochmal alle her? Pleasure and pain. Ah, hier, News Joy. Mein Gott, ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie sogar Kreuz auf den Titten hat. Eine Ziehscheibe als, ja, Kappe. Ein Fadenkreuz, so heißt das. Wir schießt pixelige Spritzen, hat einen Tank hinten drauf. Eine Spritze als Arm, okay. Habe ich nichts gegen. Auch wenn sie fett ist. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber hier. Aber war da noch was? Nein. Halleluja. Praise the Lord and pass the grenades. Erstmal auf mich aufmerksam machen, ne? Scheiße. Scheiße, ich kann noch Raketen abfangen? Oh mein Gott. Holy fuckity fucking fuck. Fuckity, fuckity, fuck, fuck, fuck. Da braucht man ja mehr als eine Rakete. Was war wirklich mehr als eine? Oh, Köpfe. Da rollt was. Oh, Köpfe. Da habe ich was ins Gebüsch geschossen. Ah, ich liebe dieses Spiel. Es ist so herrlich. Ah, ich glaube hier. Ja, hier. Der Leitung folgen da oben hin. Hier kriege ich wohl einen Brandeffekt. Leb wohl, Mr. Dude. Niedlich. Wenn die Illuminati. Dass hier die Illuminaten sind, Alter. Rinse and repeat. Nicht Lesson and repeat? Oh, Baby. So, was haben wir hier, ne? Kann ich da durch? Aha! Ouch. Still stinks. Oh.
Gleich mit ein bisschen filigraner Munition. Wo ist denn hier noch einer? Scheiße. Jetzt wird's ja aber affig. Endlich! Weggeschwurbelt. Haben wir alle? Oh, Nägel in der Luft. Andere Nägel in der Luft. Ich glaube, da müssen wir nochmal nachfixen, Leute. Dass einfach so Objekte in der Luft hängen bleiben, da müssen wir nochmal nachfixen. Die Musik hat nicht geändert, irgendwo muss noch ein Gegner sein. Irgendwo. Ha. Na, Muni. Aber ich sehe sonst keinen mehr. Nö. Na, jetzt sind wir jetzt alle losgeworden. Würde ich jetzt mal knapp behaupten. Und die Musik spielt einfach, ja, nur noch so. Burn, baby, burn. Der Penetrator. Meine ultimative Lieblingswaffe. Da ist der Sack. So ordentlich viel weg wird, finde ich hier. Hey, where are you going with that? Ich muss ehrlich sagen, den Spruch klaue ich dir mit aller La Pasta, my dear. Hasta la Pasta, genau. Den klaue ich dir. Und ich liebe den Penetrator. Oh, hier fliegt irgendwo eine Kackfliege rum. Die nervt mich gerade. Also wenn ich mein Mikrofon puste, liegt das daran, weil das Spiel mir in die Nase fliegt.
Du hast versucht, mir in die Nase zu fliegen. Drecksvieh. Ich hasse ja so oder so schon Insekten, also. Ihr macht es nicht besser. Mein Hass auf Insekten wird so nur eigentlich verstärkt. Und das finde ich also recht knorke, ehrlich, ne? Also, kann Insekten nicht leiden. Aber sie tun auch alles dafür, dass du sie nicht leiden kannst. Ja, bitte. Oh, ich krieg Schaden. Weil im Ernst, die Scheiße muss man sein, dich ewig zu nerven, dir irgendwo reinzufliegen zu wollen, dir ins Auge zu fliegen, ins Ohr oder in die Nasen. Wie scheiße muss man sein? Also scheiße wie eine Fliege halt. Kein Poster? Da haben wir schon alle. Nö. Würde mich jetzt wundern, wenn wir hier alle hätten, aber irgendwo muss doch eins sein. Oh, du nervst so Vieh. Echsenmenschen! Da haben wir ein Poster. Ja? Komm ich da hin? Ich will da hin. Aber ich sehe da keinen Weg hinzukommen. Nee. Wie also bitte soll man da hochkommen? Ach, ist doch irgendwo ein Secret, was ich nicht sehe, ne? Scheint so. Ja, ja, hier ist irgendwo ein Secret, was ich nicht erblicke. Ja, da komme ich nicht mehr. Also zurück komme ich so nicht mehr. Also das mit dem Weg müsste echt mal fixen. Ne, ich sehe nichts, wie ich da hinkommen könnte. Nein, gar nichts. Ich werde jetzt überfragt. Aber jetzt weiß ich, was machen wir jetzt so. Ripped like an altar boy on first communion. Okay, dich treffe ich nicht. Ist weit entfernt. So, der nächste Geimpfte. Richtig, echt nicht? Nö. Nö. Dafür sind sie weg. Weil es wird auch seine Animationen flüssig abgespielt, sobald er reagiert, ne? Ein bisschen stumpf, aber okay. Hey, ich werde getroffen. Ich spiele jetzt meine Animation mit 60 FPS ab, anstatt nur noch mit 15. Hä? Why? Ich meine, in der heutigen Zeit musst du eigentlich kaum noch Ressourcen sparen, außer sie wollen das Spiel tatsächlich für die Nintendo Switch rausbringen. Weil dann kann ich es verstehen. Aber das Spiel hier zieht so gut wie gar keine Ressourcen. Es braucht nicht mehr viel. Also, Puzzle Brain Damage braucht tatsächlich nicht viel an Ressourcen.
Sogar beachtlich wenig, wenn man aber bedenkt, dass das mit Unity gemacht worden. Na gut, es ist auch durch die Bank weg perfekt optimiert. Das muss man zugeben. Also hier Optimierung, perfekt. Ja, und da sieht man, wie weit das gehen kann. Okay. Ich ziehe woanders hin, aber ja, okay. Werden da aufgehalten. Have some fluoride. Das war jetzt lustig. Ich habe gerade ernsthaft eine Uhr geschmissen, also geschossen. Und diese Uhr und die nächste Uhr wurde aufgehalten mit der einen Uhr. Was? I get the feeling it's going to burn more than once. Ja, bist du ganz schön brennen im Pimmel. Mama! Drecksvieh! Ich könnte jetzt so den Bereich verlassen, aber ich will noch nicht. Wie kommen wir denn da hoch, Alter? Würde ich mal gerne wissen. Ha. Ein bisschen Muni kann ja nicht schaden, ne? Ah, da oben die Schwurbel habe ich ja, ne? Aber wie wäre man dann auf die andere Seite gekommen? Ich kapier's nicht. Nein, ich kapier's nicht. Hier irgendwo ist ein Secret, was ich nicht sehe. Sonst hätte man sich dann da hier die Rüstung holen können. Das ist das Rüstungsteil. Ich hab hier's nicht. Kein Stück. Naja, wollen wir mal. Manche Secrets blickst du einfach nicht. Deswegen heißen sie auch Secrets. Aber dass das eben noch nicht geht, das ist schade. Beziehungsweise wahrscheinlich wird es von meinem Pi geblockt und ich weiß einfach nicht, welche Adresse er erreichen will hierfür. Wahrscheinlich wird es von meinem Pi geblockt. Ja, es ist eigentlich nicht mal unwahrscheinlich, dass mein Pi sowas blocken. Also. Well, they say 5G makes you sterile. I really don't want to find out. Dieses Ping. Wenn die sich eine Spritze rausziehen. Sag gerade. Noch einer? Nö. Moment. 5G? Ah, geh weg, du Nürre. Keine Money. Ihhh.
Das sind mir eindeutig zu viele manchmal. Aber dass ich manche Sequels echt nicht blicke, beziehungsweise nicht sehe oder erkenne, ne? Wenn, da würde ich sogar sagen, ist recht simpel, also dafür heißen sie auch Sequels. Damit du sie ja nicht auf den ersten Blick erkennst. Lebst noch? Sieht doch echt aus wie so ein 5G-Mast. Komm im Ernst, das ist doch ein 5G-Baum. Moment, das ist kein Baum. Das ist ein NPC. Nein, ein Gegner. Er hat ein Skelett irgendwie. Ja, 5G. Ja, Papa. Oh mein Gott. Cow goes moo, dog goes woof, gun goes blam. Da hieß es ja mal, eine 5G, also was Schwurbler immer gerne erzählt haben. 5G ist ja dafür da, um unsere Gedanken zu kontrollieren. Sie haben diesen Schrott 1 zu 1 übernommen. Unsere Gedanken kontrollieren. Stirbst du mal? Oder so. Sagen, irgendwann, ne? Irgendwann muss mal fertig sein. Treffen sollte man können. Kann ich treffen? Nein. Oh, Quickpilz. Ah, so sah ich vermisst. Um die Zeit langsamer zu machen. Einfach so weg, Halleluja. Aber muss ich mal gucken, wo habe ich dann Secrets vergessen? Zwar sie nicht gefunden, weil Secret. Ich meine, ich würde es selber auch als schlampig bezeichnen, wenn man Secrets einfach so finden könnte. Da wäre sogar selbst ich unzufrieden mit. Das ist ja der Spaß daran, komplett dumm und verblödet durch die Gegend zu rennen und zu suchen, kurz zu gucken. Ich meine, wenn du es nicht findest, Pech gehabt. Wenn du es findest, freust du dich umso mehr. Dafür sind Secrets da. Oh, ich will nämlich noch hier, das Doom-Remake, ne? Da fand ich schon, ist schon leicht anspruchsvoll, die Secrets zu finden. Also so leicht. Aber im originalen Doom die Secrets zu finden. Baby. Ultra schwer. Aber hat Spaß gemacht. Ah, mir läuft die Nase schon wieder. Das ist nervig. Muss ich ehrlich sagen. Und das lustigerweise immer, wenn ich aufnehme. Immer. Ich denke mir schon, ich werde verrückt. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass dir immer die Nase läuft. Immer dann, wenn du am Aufnehmen bist, ne? Seltsam ist es auf jeden Fall. Oh, wo geht's denn da lang? We need a red key. Komm ich denn da hoch? Nein, weil Flambeau.
Schauen wir uns mal ein bisschen um. Also, atmosphärentechnisch, ne? Musikalisch und der Style hier der Gegend ist echt gut geworden. Die Dinger finde ich so. Die finde ich sogar lustig. Sagen, bleibst du mal stehen, ne? Now that's a fine jib. Ich liebe den Penetrator, das muss man einfach mal sagen. Ich liebe ihn. Allein schon, weil er mich anstöhnt. Ja, von allen Waffen finde ich die irgendwie teilweise am lustigsten. Weil es so bescheuert ist. Und ich hab schon tatsächlich, den Leuten bei Winding Mist das geschrieben, Leute, gebt mir den Penetrator für Postal 4, gebt ihn mir. Das Einzige, was darauf zurückkommt, war ein Herz. Na, so ein I-Like, ne? Aber ich will ihn haben. Ich will den Penetrator. Das ist meine Schrotflinte. Wo bist du? Da. Was soll ich sagen? Hör ihn noch irgendwo putzen. Putz woanders. Wahrscheinlich gibt es auch einen Poster irgendwo drin. Wow, dich habe ich auch gut an jemand genadelt. Ne? Man. Enno. Der Poster. Sind sie zu dritt? Da war doch gerade nur einer. Eine Poster? Bin ich leicht enttäuscht. Also ein bisschen. Wir haben schon wieder 33 Minuten. Muss mal gucken, ob man mit Touch Portal eine Anzeige realisieren kann, dass man einen Timer hat. Oh, voll im Weg. Okay, Boomer. Noch einer. Au. Probieren wir mal die Pillen aus. Okay, geiler Effekt. Zwar nicht lang, aber geil. Sollte mich beeilen. Aber liebe Leute, das ist schon wieder soweit. Leider Gottes. Wir müssen Schluss machen. Freude. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Kashi. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst mal ein schönes Da, freut mich mal wieder. Kommi, Abo oder Like. Oder könnt auch was spenden. Oder mich unterstützen. Erzählt euren Freunden von mir. Und so weiter und so weiter. Hauen Sie rein und tschüss.